Das spirituelle Gesetz der Gnade. Gnade ist eine göttliche Gabe der Barmherzigkeit, die Karma auflöst, Wunderschaft und Materie verändern kann. Unsere Seele hat die Gelegenheit angenommen, sich auf diesem Planeten zu inkarnieren, um zu lernen und Emotionen in einem physischen Körper zu erfahren. Wir haben auch den freien Willen, unser eigenes Leben an einem Ort zu erschaffen, an dem sich jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung manifestiert. Wir können das universelle spirituelle Gesetz der Gnade anrufen, um unsere Schulden umzuwandeln, emotionale Gefühle zu verändern, Beziehungen und den physischen Körper zu heilen. Wir müssen jedoch bereit sein, sie zu empfangen. Wir erschaffen alle unsere Situationen mit unserem Bewusstsein und müssen die Lektionen lernen, bevor wir um Gnade bitten. Wir können anderen durch unser Mitgefühl, unsere Barmherzigkeit, unser Einfühlungsvermögen, unsere Vergebung und unsere bedingungslose Liebe Gnade schenken. Jedes Mal, wenn wir unser Herz für einen anderen öffnen, empfangen wir auch einen Zustrom göttlicher Liebe. Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Barmherzigkeit, bedingungslose Liebe und Vergebung sind göttliche Qualitäten, die Gnade schenken. Wann immer du dein Herz mit Mitgefühl öffnest, gewährt die Liebe, die von dir ausgeht, einem anderen Menschen Gnade. Eine Änderung der Einstellung, die Auflösung tief verwurzelter Ängste oder sogar körperliche Heilung können eintreten. Je mehr Gnade wir anbieten, desto mehr erhalten wir im Gegenzug. Vergebung ist eine weitere göttliche Qualität, die negative Blockaden auflöst und umwandelt, was zu emotionaler, einstellungsbezogener und körperlicher Heilung sowohl für den Geber als auch für den Empfänger führt. Gnade lässt Heilung zu, weil die hochfrequenten Schwingungen der Liebe die niederen Schwingungen von Schmerz und Angst umwandeln. Wir erschaffen Karma mit unseren Einstellungen. Alle negativen Gefühle und Konflikte sind karmische Folgen egoistischer Haltungen. Wenn sie bereit sind, verständnisvoll und mitfühlend zu sein oder zu vergeben, werden die Engel sie zu jemandem oder einer Situation führen, die ihnen helfen kann, ihr Karma loszulassen. Die Engel arbeiten mit Gnade und flüstern uns ständig zu, das zu denken, zu tun oder zu sagen, was unser negatives Karma auflöst. Sie versuchen, uns zu helfen, unsere Sünden zu vergeben und eine Anhäufung von karmischen Schulden aufzulösen. Je mehr sie ihr Herz öffnen, um Fremde willkommen zu heißen, Ärger loszulassen, sich um kranke und ältere Menschen, Hungrige und Obdachlose zu kümmern, desto mehr Gnade wird über den Planeten ausgegossen. Jedes Mal, wenn sie für einen anderen beten oder jemandem mit Liebe beistehen, wird der Planet mit mehr göttlichem Licht erfüllt. Das universelle spirituelle Gesetz der Gnade ist die göttliche Barmherzigkeit, die die Menschen befreit. Denkt immer daran, dass ihr der wichtigste Mensch auf dieser Welt seid. Wir lieben dich sehr. Wir sind bei jedem Schritt auf dem Weg mit dir. Wir schätzen deine Anwesenheit. Wir sind deine kosmische Familie des Lichts. Wir sind deine Quelle des ewigen Lichts und der Liebe. Wir sind euer Leuchtfeuer des Lichts auf dem Weg. Gemeinsam können wir auf dieser spirituellen Reise lernen und unser Wissen erweitern, so dass wir das Leben erreichen können, das wir wirklich verdienen. Ich danke euch.